Mal probeweise drangehalten. Also, das sieht ganz gut aus. Das passt genau da rein. So wie ich mir das vorgestellt habe, der Zipfel guckt unten, also drüber über den Zylinder. Ja, jetzt warte ich noch mal auf die Kolben, die da noch dran kommen sollen. Und mal gucken, wie ich sie befestigen kann. Wahrscheinlich muss ich sie anbohren. Aber das muss ich mir jetzt angucken, wenn sie da sind. Sind sie leider immer noch nicht da. Aber das passt schon mal. So wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Auch sehr schön aus, die Zierstreifen, die ich gezogen habe da. Ja, ich denke mir mal, das ist etwas, was nicht jeder hat. Wenn das dann von beiden Seiten ist, ich musste mir nur ein neues Cover besorgen, weil das andere Cover auf der anderen Seite praktisch. Also man kann die Cover untereinander tauschen. Hinten links, vorne rechts. Die kann man untereinander tauschen. Genauso wie vorne links, hinten rechts. Ja, die kann man untereinander tauschen. Da gibt es aber auch zwei Versionen von Covern. Die älteren Modelle, glaube ich, von 2006 oder 2007. Bis 2008 haben Cover aus Metall. Dann wurde das geändert auf Kunststoff. Wahrscheinlich wegen Gewichtsersparnis und Produktionskosten. Das sind zwei Versionen von Covern. Und man könnte praktisch die, wenn man Metallcover haben möchte, die Metallcover austauschen gegen Kunststoff. Aber man, die Halterung, die hinten dran ist, Moment mal, ich zeig euch das mal. Die Halterung, die muss man mit austauschen, weil die Löcher sind anders gesetzt. Ja. Diese Löcher sind anders gesetzt. Das ist das Ding, was da dran kommt. Und das Cover wird hier praktisch reingesteckt. Die sind anders gesteckt. Die aus Metall sind ziemlich dreieckig gesetzt. Und das ist mehr auseinandergesetzt. Also wenn man die Cover tauschen möchte auf Metall zum Beispiel, oder umgekehrt von Metall auf Kunststoff, muss man diese Halterung mit übernehmen. Nur diese Cover praktisch würden nicht reinpassen in die Halterungen. Na? Ansonsten kann man, wie gesagt, die Cover untereinander tauschen. Hinten links, vorne rechts, vorne links, hinten rechts. Die kann man untereinander tauschen, jeweils über Kreuz. Die, so passen die. Ja, und auf jeden Fall das Cover vorne, da ist dieser Chrom abgegangen und hat solche Beulen geschlagen. Das sah nicht mehr schön aus. Also habe ich mir jetzt aus Australien, weil die sind ja auch nicht gerade günstig, die Cover, ne? Könnt ihr mal gucken bei Suzuki, was solche Cover, Zylindercover kosten. Die aus Metall sind sogar noch teurer als die aus Kunststoff. Aber wenn du dir alle drei kaufen möchtest, bist du ungefähr, glaube ich, bei 350 Euro dabei. 400 Euro. Und die aus Metall sind noch teurer. Und ich habe eins aus Australien. Für
vorne rechts oder hinten links mir jetzt eins gekauft, inklusive Versand, 50, ja 53 Euro inklusive Versand. Und das ist wirklich sehr günstig, habe ich natürlich gleich zugeschlagen, dauert natürlich jetzt etwas, bis das kommt, das Cover. Und da muss man sich nur was mal überlegen, es kommt ein neues Cover und ich muss es gleich abschneiden, gleich zerstören. Da wollen wir gar nicht drüber nachdenken, ja. Ich habe ja auch einfach blind die Dinge abgeschnitten und habe gesagt, irgendwas werde ich mir da dran basteln. Ja, aber wie man sieht, hat das gut hingehauen. Und ja, die Idee war schon mal nicht schlecht, die ich im Kopf hatte. Ne? Ja, ja, wie gesagt, jetzt warte ich noch auf das neue Cover für vorne rechts und auf diese Kolben. Und wenn ich das auch habe, mache ich alles fertig und dann zeige ich das noch mal im Ganzen, wie das aussieht. Genau. So, das war's für heute. Ich bin wieder erkältet. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Und auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und ja, bis denn. Man hört sich. Ciao.